Miau, willkommen zurück zum Assignment. Was meiner Meinung nach eine ganz schlechte Idee von Kidman war, das zu tun. Sich darauf einzulassen, so einen Schwur zu leisten. Okay, wir haben jetzt einen. Den können wir natürlich erledigen. Die Frage ist... Gesundheit. Die Frage ist, ob wir den nicht lieber einfach ganz außer Acht lassen. Zum Beispiel hier hingehen. Alter, die Geräusche machen mich nervös. Wir hatten die lange nicht mehr. Das... Okay, jetzt ist hier die Glocke. Wir können dann aber dahinter rennen, wenn wir es schaffen. Oh, scheiße, ey. Das ist nicht geil. Oh, ich hab Angst. Ja, hallo, wir sind hier. Ja, zieh noch ein paar Mal dran. Die haben es vielleicht noch nicht gehört. Okay, wir müssen hier hochklettern, wenn die hier runter... hier hoch. Andersrum. Ihr wisst schon. Kann ich einfach fallen? Ich kann fallen! Renn! Renn, Kidman! Leslie, es ist okay. Es ist jetzt sicher. Du kannst mich reinlassen. Sicher? Ist es jetzt sicher? Verdammt, das war knapp. Er ist hier. Endlich habe ich dich gefunden. Bist du verletzt? Wird stärker. Kann nicht weg. Es wird alles gut, Leslie. Wie kriege ich uns nur hier raus? Kirche, bitte. Die Kirche. Bitte, Kirche, 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 Kirche. Okay, dann komm. Bleib bei mir. Ich beschütze dich. Es ist sicher biggest lie in Gaming History. Wir hatten gerade eine Riesenhorde voller bewaffneter Monster-Zombies. Direkt in unserem Nacken, ja? Das ist sicher, Leslie. Du kannst mich jetzt reinlassen. Unglaublich. Aber zu unseren Gunsten ausgelegtes Skript. Würde ich mal sagen. Gott sei Dank ist er noch da, ey. Ich dachte jetzt schon, jetzt haben wir ihn wieder verloren. Oh Gott. Ich will es nicht wissen. Ich kann doch gerade kein Licht anmachen. Beschwer dich nicht. Dich tötet er wenigstens nicht. Hier ist ein neuer Safe. Und wo ist die Kombination? Die ist da drauf. Das finde ich ja immer gut. Okay, was ist am verschmiertesten? Das ist oben die 1. Und dann, jetzt ist jetzt die Frage, ich glaube das und dann das. Ja, finde ich gut. Brieffragment. Ein Brief, den wir leider niemals ganz zusammenkriegen werden. Beschwer dich nicht, dich tötet Ruvik wenigstens nicht. Und mit ihm musstest du nicht in seinem scheiß Herrenhaus Versteck spielen, ey. Boah, das war so schrecklich. Okay. Nee, da vorne liegt nix. Siehst du, Leslie, wir haben es fast geschafft. Nur noch ein kleines Stück. Und der Junge rennt los. Der hat auch nichts gelernt. Nur noch ein kleines Stück bedeutet übrigens immer, zieh dir das Stück an, in dem wir sterben werden. Da war noch was, was mich... Nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre irgendwo noch was zu tun gewesen. Ach, guck mal. Hier hat übrigens Castellanos gegen diese Riesen gekämpft, glaube ich. Ein neues Musikstück freigeschaltet.
Diese Goodies, die wir hier sammeln, zerstören ganz schön die Atmo. Aber am besten wäre mir noch die Tango-Schnecke, die hätte ich gerne nochmal. Huch. Ah. Als ich 5 war, wurde unser Vieh von einer Seuche befallen und viele nahmen sich das Leben. Als ich 7 war, wandte Mutter sich der Kirche zu. Ihr Symbol brannte sich in Mutters Geist wie ein Brandmal. Als ich 14 war, ging ich fort und hinterließ nur eine Nachricht. Ich schrieb, ich wäre jetzt im Himmel. Nee, das wollte ich nicht. Da ist eine Statue. Ja, dreht mal Leslie. Der hat damit ganz viel zu tun. Wir können aber mit der Statue nichts tun. Schade. Ja gut, wir kriegen hier auch keine Goodies. Was ist das denn? 7? 5? 14? Und das hier jetzt? Aber die leuchtet so, als könnten wir sie aufheben. Wartet mal bitte. Oh, wir haben sogar noch eine Axt gerade. Stimmt, die haben wir gar nicht benutzt. Okay, nein, wir können nichts damit tun. Scheiße, soll das ein Witz sein? Ich verstehe das Rätsel nicht. Geht es trotzdem hier lang? Können wir irgendwas machen? Können aber hier dran nicht drehen oder so. Okay, was möchte das Spiel von uns? Shit! Shit, shit, shit. Darf ich laufen? Lass mich laufen. Leslie, versteck dich und komm erst raus, wenn ich dich rufe. Ja, da hat wohl nicht nur Castellanos gegen die Riesen gekämpft. Das ist schön. Wir sind ja so wehrhaft. Habe ich doch rote Sachen an den Wänden gesehen, ich wusste es. Stierköpfige Statuette. Diese Figur hat den Schädel eines Stiers aus Kidmans Albträumen. Sie ist ein schlechtes Omen. Ja, das okay. Schön, dass wir das haben. Angefangen. Ich habe mich auf den Friedhof geschlichen, die Statuen geklaut und sie verstanden. Kreuztragende Statuette, Figur hält ein Kruzifix zwischen ihren gefalteten Flügeln. Die Leute sollten sich für verflucht halten. Aber jeden Morgen waren sie wieder an ihrem Platz. Ja, dich lasse ich da wohl nicht raus. Obwohl, vielleicht müssen wir das. Es fehlt dann wohl noch eine Statue, damit wir dann das Tor öffnen können. Okay, dann wird's jetzt schön. Wir wurden schon wieder einfach nur verarscht. Unbelievable. Unbelievable. Okay. Geflügelte Statuette. Diese Figur hat weit ausgebreitete Flügel und zeigt die wahre Form der Statue auf dem Markt. Ja, ich habe jetzt auch schon eine Idee, in welcher Reihenfolge. Als ich wusste, dass ich allein zurechtkomme, ging ich und schwor mir, nie zurückzukehren. Alles klar. Leslie, kannst glaube ich rauskommen? Oder bleibt da drin? Als ich 5 war, wurde unser Vieh von einer Seuche befallen und viele nahmen sich das Leben. Nummer 1, als sie 5 war. Hier ist die 14, da ist die 5. Also, diese hier. Schönes Rätsel, mal wieder. Als ich 7 war, wandte Mutter sich der Kirche zu. Ihr Symbol brannte sich im Mutters Geist wie ein Brandmal. Das heißt, die 7 bekommt die mit dem Kreuz. Und zu guter Letzt. Als ich 14 war, ging ich fort und hinterließ nur eine Nachricht. Ich schrieb, ich wäre jetzt im Himmel. Also die geflügelte Statue vom Markt. Sesam, öffne dich. Komm, die Kirche ist da vorne.
Da sind wir etwas. Oh Gott, war hier nicht der Riesenhund? Hilfe! Hilfe! Ah, verdammt! Nee. Eben war er doch auch nur Einbildung. Ich nehme an, wir können nicht einfach da dran vorbeirennen. Aber kämpfen werden wir mit Sicherheit auch nicht. Okay. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank klappt das Wegrennen mit ihr wenigstens. Okay. Da in der Kirche haben wir die anderen wieder getroffen. Und auch direkt wieder verloren. Ich bin mal gespannt, was hier jetzt passiert. Also gut. Von mir. Von dir? Ich sorge nur dafür, dass du deinen Job machst. Sie wollen sicher keine beschädigte Ware, genau wie ich. Zurück! Er kommt mit mir! Oh, das hoffe ich. Du kennst die Folgen, falls du scheitern solltest. Deine Leute sind nicht die einzigen, die auf den Jungen zählen. Du brauchst ihn, um zu entkommen. Genau wie ich. Wir sind alle nur Spielfiguren. Entbehrliche Opfer. Sie haben mich getötet. Mich in Stücke gerissen und sich genommen, was sie brauchten. Ich werde vernichten, was sie kontrollieren wollen. Ruvik? Schluss! Lass ihn gehen! Er ist mein Gefäß. Ich kontrolliere ihn. Ich spüre einen Interessenkonflikt. Was genau war deine Mission? Glaubst du, ihre allsehenden Augen finden dich hier nicht? Sie haben dich beobachtet. Kid. Was tun sie da, Kid? Sie sollen den Jungen zu uns bringen. Nein! Das geht nicht! Wenn ich Leslie raushole, kommt Ruvik mit! Wir wissen nicht, wie mächtig er ist! Das kann ich nicht zulassen! Zu uns, aber sie sind nicht befugt, solche Entscheidungen zu treffen. Dieses Verhalten ist inakzeptabel. Sie werden uns den Wurf. Laufen Sie ruhig weg, Kate. Sie können nicht entkommen.
Wie jeden, der uns hintergeht, werden wir auch sie erwischen. Oh Gott! Kommen Sie zurück, Kind. Das mag ich nicht. Ihren Job. Nein, das mag ich nicht rennen. Okay, okay. You don't fuck with Mobius. Genug jetzt. Hören Sie auf, wegzurennen. Oh Gott. Nein, nicht! Bleiben Sie weg von mir! Okay, okay. Könnte eventuell das Finale von diesem DLC sein. Ah! Ohoho. Gut gemacht. Ach du Scheiße. Ja, jetzt plötzlich kann sie sprinten, ne? Plötzlich geht's. Oh, Jesus. No! Renn nach links, renn nach links. Sie können nicht einfach machen, was sie wollen. Sie werden uns gehorchen. Oh Gott, die Arme. Okay. Okay. We can do this. Kommen Sie zurück. Sie werden uns den Jungen bringen. Ich wusste es. Okay. Sie alle an einem Ort zu haben, eröffnet uns Möglichkeiten. Ich kann Ihnen nicht trauen. Nicht so. Nein, sie kommt mit uns. Ich bin verantwortlich für sie. Hey, Seb, wir müssen reden. Du verlierst langsam die Kontrolle. Mit der Maschine kann ich endlich zurück. Weitere Experimente sind möglich. Es gibt hier Dinge, die im Dunkeln bleiben sollen. Beacon. Ich hoffe nur, ich bin vor ihm dort. Etwas voreilig mit der Waffe, Kid. Was haben Sie jetzt vor? Das, was nötig ist. Ja. Kapitel 2. Überlebt. Abschlussbonus. Neues Spiel Plus kann jetzt im Startmenü ausgewählt werden. Du kannst jetzt den Modus Kurayami wählen, wenn du ein neues Spiel startest. Okay, für den DLC haben wir 3 Stunden 13 gebraucht und sind 16 Mal gestorben. Klasse Sache. Hat mir super gut gefallen. Ist auf jeden Fall auch einfach total notwendig für die Spielstory. Und also mir macht es wahnsinnig Spaß, den DLC zu spielen. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß zuzusehen. Und die Story nochmal zu erleben. So sieht übrigens das Menü für den DLC aus. Ja, The Consequence ist schon draußen. Es ist jetzt Mittwoch, ich würde sagen, wir machen mal Verschnaufpause und am Montag in alter Frische zu unserem letzten Kidman Story DLC. Also mir hat der erste schon mal super gut gefallen, es war sehr spannend. Ein bisschen nervig, dass wir wirklich meistens komplett wehrlos waren, aber es ging ja, also von der Umsetzung her war es ja schon relativ passend. Jetzt die Endsequenz mit dem Wegrennen, super spannend, also richtig toll. Und ich bin mal gespannt, auf welche Seite sich Kidman am Ende noch schlägt. Ich hoffe mal, wir können sie dann wieder ein bisschen mehr leiden, als zurzeit der Fall ist. Und, ja. Ich hoffe, es kommt... Mich stört es immer noch, dass wir nichts von Castellanos eigener Family-Geschichte haben, obwohl es 2-mal in Dokumenten erwähnt wurde und wir jetzt eigentlich immer noch gar nicht wissen, was das sollte. Ich glaube aber, das werden wir hier auch nicht mehr erfahren. Bisschen weird. Naja. Ich bin gespannt, was dann wirklich das große Evil Within Story-Finale sein wird. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag um Mitternacht zu The Consequence. Bis dann.